Lieber Wassermann, ein gesegnetes Sonnenjahr und Drachenjahr 2024. Was das genau heißt, welche Potenziale und welcher Wandel es individuell und auch im Kollektiv mit sich hat, das in einem separaten Video, so Pi mal Daumen Mitte Januar. Lohnt sich reinzuschauen, würde mich freuen, dich auch dort begrüßen zu können. Lasst uns schauen. Meine wundervollen Wassermännlis, aufregende Zeiten 2024 vor allem. Speziell bei euch gibt es ein astrologisches Aspekt, was ich euch echt nicht vorenthalten will. Ja? Pluto, der Planet der Erneuerung, tritt jetzt nach 11 Jahren vom Zeichen Steinbock. Das heißt, das war ein Erdzeichen. Erdzeichen sind sehr diszipliniert, ja, sehr fokussiert, aber auch ein bisschen langsam. Ja, ihr seid Luftzeichen. Also, da hat einiges eventuell hier und da gestockt, ne? Also, Pluto, der Planet der Erneuerung, der tritt jetzt nach 11 Jahren vom Zeichen Steinbock in dein Zeichen und bleibt da in den nächsten 20 Jahren. Also, vielleicht für einige von euch echt eine wichtige Info, ja? Was heißt das speziell für dich? Da Pluto die Transformation fördert, individuell und im Kollektiv, und zwar in puncto inneres Wachstum, ist es jetzt nötiger als sonst, hier und da alte Strukturen einzureißen und Neues aufzubauen. Sie zeigen mir bei einigen von euch, dass das diese Kopf-Ratio gut, schlecht, schwarz, weiß. Es werden natürlich nicht alle sein, aber das ist die Gruppe, die Sie mir jetzt gerade speziell für dieses Thema zeigen, dass das wie abgelegt wird. Ja, dass es ist deine Entscheidung, dein freier Wille. Aber das ist ein Thema, was bei einigen in die Transformation durch Pluto, den Planeten der Erneuerung, gehen möchte. Ja? Also, es ist jetzt nötig, hier und da alte Strukturen einzureißen, um Neues aufzubauen. Zu deinem höchsten Wohl, keine Frage. Ja? Und am leichtesten wird es dir fallen, oder wird das dir fallen, wenn du echt fokussiert bleibst dieses Jahr. Speziell bei euch kommt ganz wirklich in goldenen Buchstaben das Wort Fokus. Bleib bei der Sache, höre ich. Bleib immer bei der Sache, fokussiert. Lass dich nicht von irgendwelchen Gedankenblitzen und Launen, egal ob das Medien sind, andere Menschen, lass dich nicht in dein altes Muster, in dem du alles wieder zerpflückst und analytisch bedenkst, immer auch hinter den Kulissen schauen. Da wird einiges passieren, merke ich gerade. Also lass dich da nicht zu groß ablenken. Vor allem in der ersten Jahreshälfte ist es wichtig, dass du deinen Fokus hältst. Für einige, die sich da schon ein bisschen mit der Astrologie auskennen und auch gerne bewusster mit diesen Arbeiten, mit diesen Energien. Solange Jupiter, der Planet, der Glücksplanet, der Planet der Expansion, solange Jupiter im Stier ist, besonders Fokus halten. Ja, das erste halbe Jahr aufpassen da. Busy, busy. Spätestens ab April, Mai wird dir aber das Glück den Ball übergeben. Gar keine Frage, ja. Vielleicht bei einigen könnte es eine Aussprache sein, die längst fällig ist. Bis dahin sammelst du dich einfach ein bisschen, ja. Vielleicht mit einem Familienmitglied, vielleicht freundschaftlicher Natur. Oder es ist für eine andere Gruppe eine finanzielle Angelegenheit, eine größere Geschichte oder ein Berufswunsch, das ab April, eher Mai, wo das Glück auf deiner Seite ist. Okay, und bis dahin echt Fokus halten. Jetzt bei größeren Geschichten, ja, schon ein bisschen deine Nerven, um dich nicht zu sehr zu verzetteln. Immer wieder das Gleiche. Jedes Sternzeichen hat so ein bisschen so
sein Thema, ja, bei euch ist es wirklich, lass dich nicht zu sehr von außen und von deinen Gedankenblitzen und Bewertungen verzetteln. Okay? Das ist die wichtigste Botschaft für 2024. Und so wirst du das Ganze auch mit Bravour und Erfolg auch meistern, ja, das Beste rausholen. In puncto Liebe, okay, für einige, weil Pluto, für einige könnte eine Geschichte durch Pluto verursacht sein. Also, um es besser zu verstehen, Pluto, dieser Planet der Erneuerung, der in dein Zeichen jetzt wandert, ne, 2024, verkörpert ja nicht nur Transformation, sondern verkörpert auch die Nähe. Und die Wassermänner allerdings, die verkörpern eher die Weite, die Freiheit. Das ist ein Luftzeichen, ja. Und Nähe und Weite, muss ich ja nicht weiterreden, könnte ein bisschen schwierig hier und da sein, speziell in puncto Freundschaften und Beziehungen, ne? Da könnte es sich für einige ein wenig am Anfang unangenehm fühlen, jemand wirklich oder Nähe und Verletzlichkeit zuzulassen. Aber weißt du was, Wassermannkind? Das ist was ganz, ganz Schönes und das kriegst du auf jeden Fall gebacken. Auch wenn es sich komisch anfühlt, denk daran, es ist was Schönes, auch mal Verletzlichkeit zu zeigen. Und da merke ich bei einigen, dass dieser Change, dieser Wandel stattfinden möchte, weil das ist die wirkliche Freiheit, ja, sich zeigen zu können, auch in seiner verletzlichen Seite, das ist wirkliche Freiheit. Also diese Nähe wird dir Freiheit bringen. Okay, danke Spirit, sehr schön. Okay, dann lass uns gucken. Also Pluto wahnsinnig wichtig jetzt gerade. Der löst einiges auf und erneuert, ja? Spirit, lass uns mal kurz auf Januar jetzt gehen. Einfach nur den Fokus halten. Kurz und knapp. Januar. Januar an sich, habe ich schon in anderen Sternzeichen aber auch gesagt, ist kein Jahr, wo man große Projekte jetzt startet. Ja, wir haben so viel hinter uns. Das letzte und vorletzte Jahr waren beide sehr, sehr chaotisch. Von allen Richtungen kamen neue Ideen, Inspirationen, aber auch viele, die sich verabschiedet haben vom Erdenleben. Also es war auch sehr, sehr viel Loslassen, Loslassprozesse einfach auch da und Januar gibt dir auch gerne die Zeit, ein bisschen dir erlauben, runterzufahren und alles ein bisschen im zweiten und nicht im vierten Gang zu machen, okay? Januar, Spirit sei so lieb für Januar, für meine Wassermannkinder hier. Worum geht es jetzt? Wassermann 2024. Merci. Offenbarungen, hier passiert einiges. Und wir haben hier die neuen mit Lazy. Du bist gerade dabei, einige Themen und bei vielen merke ich gerade, dass es sich um Strukturen, Gedankengänge handeln, auch so Gedankenmuster, die einfach nicht mehr aktuell sind, weil du dich auch verändert hast. Strukturen, Programmierungen, die du immer mehr hinter dich lässt. Das ist noch nicht abgeschlossen, aber du bist schon fast am Ziel. Und ich sehe ja bei vielen von euch, dass es wirklich erst ab April, Mai geht es richtig nach vorne. Ja, jetzt passiert noch einiges in dir. Und hier kommen diese Offenbarungen, um bestimmte Kapitel, Strukturen auch loszulassen, zu verabschieden, um Neues in dir im Handeln und im Denken, das Neues Platz hat. Schön. Lass uns weiter gucken. Schaut mal, hier ist Kali mit der Befreiung. Ja. Es ist so, als würdest du entweder in der Meditation oder während du Waldspaziergang machst, wie auch immer, oder vielleicht auch durch Freundschaften, durch Gespräche, als würde dir etwas offenbart werden.
Vielleicht hast du schon lange nach dieser Antwort gesucht. Du wirst aber nicht viel machen. Es ist eine stille Energie. Da wirst du hingeführt. Spirit, was noch für meine Wassermannkinder 2024? Es ist ein bisschen nervös, das Kartendeck. Ja, also bitte gerne daran denken, schone ein bisschen deine Nerven. Magnesium ist immer gut, Atemtechniken etc. pp. Aber das gilt wirklich fürs gesamte Jahr an sich, was euch richtig, richtig helfen wird, soweit es geht, in der Mitte zu bleiben. Ja. Spirit, vielen Dank. Meditiere und denke nach. Also wirklich mehr in der Ruhe. Und bei einigen sehe ich, es ist spannend. Ich kenne nämlich einige Wassermannkinder und sie sind zwar immer gerne draußen und pflegen das schon auch, aber interessanterweise alle Wassermannkinder haben ihre ganz bestimmte Routine, welchen Waldweg sie gehen oder welche Straße, welchen Block sie immer gehen, ja, täglich. Und genau für euch zeigen sie mir, ändere die Richtung von deiner täglichen Routine, wie du in die Meditation, das ist ja nichts anderes als Meditation, wie du dahin gehst. Also ändere die Wege, die du jeden Tag für dich nutzt, damit du ein bisschen mit Mutter Natur dich verbindest. Das wird einiges in dir auch schon bewegen. Wow, ganz spezielle Gruppe. Puh, danke Spirit. Lass uns weiter gucken. Neumond in den Fischen. Wenn jemand Lust hat und unten im Kommentarteil schreibt, bis wann das ist, dieses ein bisschen diese stillere Phase für euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und diejenigen, die das unten in den Kommentaren auch lesen, gerne diesen Menschen danken und zwar ein Like dahinter lassen. Ich finde das immer eine schöne Sache. Kommentare werden viel zu selten von anderen irgendwie wahrgenommen. Also, meditiere und denke nach. Also die nächsten, ich denke, 2, 3 Monate wird es jetzt wirklich ein guter Helfer sein, egal wo es gerade klemmt. Hier kommt ein Fortschritt, die neuen. Diese Offenbarung bringt dich auch weiter, Sweetie. Also Januar, Februar, sei achtsam bitte. Ich spüre, wie meine Ohren auch ganz heiß werden. Sei achtsam bei den Gesprächen mit Menschen. Zweimal die neun ist kein Zufall, ja? Hier kommt ein Fortschritt, hier bewegt sich etwas, aber eher in der Stille anstatt bei der Aktion. Also weniger vom Kopf. Sondern du wirst fühlen bestimmte Geschichten. Schön. Was noch bitte? Also Januar ist wirklich mehr dieses in sich gehen, okay? Offenbarungen werden kommen, Erkenntnisse werden kommen. Hier findet schon Fortschritt statt, allerdings im Inneren, auch wenn es dir nicht bewusst ist. Und es im Außen noch nicht sichtbar ist. Und das ist für einige Wassermannkinder was ganz, ganz Wichtiges. Du wirst es nicht sofort erkennen. In dir passiert gerade ganz, ganz viel Heilung, ganz viel Klärung. Und wahrscheinlich nimmst du es gar nicht bewusst wahr. Segne einfach diesen Moment und diesen Januar. Okay, weiter, Spirit. Vielen Dank, liebe geistige Welt. Schau mal die Inspirationen. Also Offenbarungen, Inspirationen und Fortschritt. Wir sehen hier eine Lady, die guckt zwar weg. Ja. Fokus, Wassermannkind. Die guckt weg, aber hier ist ein Engel, ob das dein Schutzengel ist, dein höheres Ich, was jeder von uns hat. Ja, wir sind unzertrennbar, dein höheres Ich und dir Impulse gibt. Sei da aufmerksam, da passiert ganz, ganz viel Großes. Folge diesem leisen Impuls und nicht deinem Kopf und nicht der Routine, soll ich sagen. Also, ich glaube, offensichtlicher ist der Januar gar nicht zu erklären. Ganz, ganz lieb, Merci Spirit. Lass uns eine letzte Abschlussbotschaft noch für diese wundervolle Wassermann-Gruppe. Ja, und die guckt so ein bisschen weg noch. So, nö, ich höre jetzt meinem Programm, meiner Routine. Nein, 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 nein. Das ist zu viel, Spirit. Yoga und körperliche Betätigung sind zurzeit unerlässlich
für dein Wohlbefinden, deinen inneren Frieden und dein spirituelles Wachstum. Also für einige ganz, ganz klar Yoga, Neues auch gerne ausprobieren. Serena, ich bin der Engel der Fülle. Du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Hab da Vertrauen. Hier dürfen einige ganz, ganz klar, speziell jetzt für Januar für dich, lass dieses Thema Geld und deine Sorgen diesbezüglich ein bisschen, lass die Zügel da ein bisschen locker. Ganz wichtig, vielleicht ist es deine Offenbarung jetzt. Und Rochelle, indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, wirst du zu Wohlstand kommen. Also bei einigen geht es wirklich hier auch um Beruf, gar keine Frage. Auch die Nähe zulassen, ne, dass man dann auch mit Menschen zusammenarbeitet. Das kann eine kleine Challenge sein, aber mach dir keine Sorgen. Vertrauen ist halt, ne, das Thema schlechthin. Lass uns gucken hier noch die letzte Karte. Hab wieder Spaß. Was tut dir gut? Januar, okay? Bücher, Seminare, Freunde, was auch immer. Alles klar, Wassermannkind, wenn ich inspiriert habe, ich hoffe sehr. Und ein paar Infos, die dich anspornen, dein 2024 oder dein Januar anzugehen, dann freue ich mich sehr und ich freue mich besonders über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Wenn du Lust hast, in 2 Wochen, dann begrüße ich dich sehr herzlich bei dem Sonnenjahr und Drachenjahr 2024, was das genau heißt. Bis dahin alles Liebe. Tschüss, Ade.